Laut dem neuesten ARD Deutschland Trend steigen die Prozente der AfD weiter steil an und die AfD hat jetzt bundesweit einen neuen Rekordwert. Vor allem wegen zwei wichtigen Themen. Alle Infos in diesem Video. Los geht's. Letztes Wochenende ging die AfD ja als großer Sieger aus der Hessenwahl und aus der Bayernwahl hervor. Und genau das zeigt, dass sie mittlerweile eine große Volkspartei geworden sind und auch im Westen angekommen sind. Und genau das belegen jetzt auch die neuesten Wahlumfragen auf Bundesebene. Gestern kam nämlich das Ergebnis zum neuen ARD Deutschland Trend heraus und die AfD erzielt abermals einen neuen Rekordwert. Hier siehst du mal die aktuellen Prozente der Umfragen. Die CDU steht weiterhin auf Platz 1 mit 29 Die AfD legt um 1 zu und kommt jetzt auf einen neuen Rekordwert von 23 Prozent. SPD sind bei 15 Grüne 13 FDP bei 5 und die Linke bei 4 Man kann also ganz deutlich sehen, dass der Vormarsch der AfD immer weitergeht und niemand die blaue Partei aufhalten kann. Egal, ob man jetzt versucht, Versucht die AfD zu ignorieren, sie als Nazis zu diffamieren oder sie sogar zu verbieten. Und selbst die Anschläge auf die AfD-Vorsitzenden konnten die partei nicht stoppen ganz im gegenteil weil solche verzweiflungsmaßnahmen der linksextremen sorgen einfach nur dafür dass die partei noch stärker zusammenwächst und noch mehr bürger in richtung der afd wechseln und außerdem kann man bei diesem aad deutschland trend der gestern rauskam auch ganz deutlich sehen wer die großen verlierer sind genau die drei ampelparteien verlieren erneut an stimmen minus ein Prozent sowohl für SPD, für Grüne und für FDP. Und die FDP hat jetzt gerade noch fünf Prozent und droht auch noch aus dem Bundestag rauszufliegen. Und das wäre natürlich der Super-GAU für die FDP. Und ich sage aber zu Recht, weil bei dem ganzen Verrat, den die FDP an ihren eigenen Wählern gemacht haben, sind sie schuld, dass sie jetzt so schlecht dastehen. Und wenn sich jetzt bei diesen aktuellen Wahlergebnissen und immer weiteren Anstieg der AfD, die ganzen linksgrünen Menschen fragen, Warum die Altparteien immer mehr an Stimmen verlieren und warum die AfD immer mehr Zuspruch bekommt, dann kann man das ganz einfach beantworten. Und zwar, es geht um zwei wichtige Themen, wo die Altparteien komplett versagen und die AfD sehr gut punkten kann. Eins der allerwichtigsten Themen in Deutschland ist nämlich das Thema Migration. Dieses Thema haben wir schon seit 2015 und nochmal seit 2022 ganz groß auf der Agenda und jetzt letztes Wochenende ist es mit dem Israel-Krieg massiv eskaliert. Was meine ich damit? Nun ja, die Altparteien haben ja Tor und Angel für alle Migranten weltweit in Deutschland geöffnet, sowohl für Kriegsflüchtlinge als auch für Wirtschaftsflüchtlinge und auch für Terroristen. Weil wenn wir jetzt mal die ganzen ukrainischen Flüchtlinge außen vor lassen, dann haben wir ja hauptsächlich Flüchtlinge aus islamischen Ländern. Syrien, Irak, Türkei, Afghanistan und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, Steht ja der Islam auf Kriegsfuß mit dem Judentum. Genau deswegen gibt es ja jetzt den Krieg in Israel. Das ist ein Religionskrieg. Und anstatt diesen ganz klaren Zusammenhang und die damit eingehenden Gefahren zu erkennen, blenden die Altparteien die Realität komplett aus und lassen die Grenzen weiterhin weit offen. Und bereits letztes Jahr warnten ja die deutschen Botschaften im Nahen Osten immens, dass wir neben den vielen friedlichen Muslimen auch viele gefährliche und gewalttätige Muslime ins Land lassen. Der Skandal ist letztes Jahr sogar. Außenministerin Baerbock massiv um die Ohren geflogen, als Publik wurde, dass das Außenministerium trotz Protest der Botschaften sogar Migranten mit gefälschten Pässen und kriminellen Hintergrund nach Deutschland holen wollte. Ich sag nur das Stichwort Moor mit G. Und gestern, gestern ist das Ganze noch mal eskaliert und es gab den Supergau, als bekannt wurde, dass ein syrischer Flüchtling bei uns einer der einflussreichsten Personen für die Hamas ist. Also genau für die Organisation, die in Israel gerade hunderte von Zivilisten massakriert. Die Bild schrieb gestern, Berliner Flüchtling ist Chef der Judenhasser in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Verbot der Hamas in Deutschland angekündigt. Außerdem soll das Hassnetzwerk Samidun verboten werden. Der Chef des selbsternannten palästinensischen Gefangenen-Solidaritätsnetzwerks lebt in Berlin als Flüchtling aus Syrien. Ja, meine lieben Zuschauer, genauso sieht es nämlich aus. Die katastrophale Flüchtlingspolitik der Altparteien sorgt einfach dafür, dass mittlerweile Tausende von Israel-Hassan in Deutschland leben. Und schaut euch mal diese Statistik an. Seit 2015, also seitdem Merkel die Grenzen geöffnet hat, gibt es für die Anzahl der antisemitischen Straftaten nur eine Richtung. Und zwar ganz steil nach oben. Und das ist doch sonnenklar, das muss doch jeder verstehen. Je mehr muslimische Menschen wir in unser Land holen, ja, deren Religion ja im Kampf gegen das Judentum steht, desto mehr Straftaten gibt es auch. Das ist doch ein ganz klarer Zusammenhang. Und wer diesen Zusammenhang. Immer noch ignoriert oder versucht Zöhn zu reden, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Und gerade die Altparteien versuchen selbst jetzt noch diese Straftaten den bösen Rechten in die Schuhe zu schieben. Aber gerade die Ereignisse der letzten Tagen ließen diese Lüge jetzt ganz krass auflesen. Und genau das haben jetzt endlich auch noch die letzten Bürger in Deutschland gemerkt. Die Migrationspolitik der Altparteien ist eine Katastrophe und deswegen verlieren die Bürger massiv an Vertrauen in die Altparteien und wechseln jetzt zur AfD. Weil die AfD ist nämlich die einzige Partei, die bei der Migrationspolitik nicht nur um den heißen Brei rumlagert, sondern wirklich wirksame Maßnahmen umsetzen will. Und das zweite große Thema der Bürger, was wichtig ist, ist einfach die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung von Deutschland. Durch die katastrophale Politik der Altparteien ist Deutschland in einer Rezession und auf dem letzten Platz der 20 größten Industrienation. Und das wird sogar noch schlimmer. Der Spiegel schrieb vorgestern, iwf-konjunkturprognose deutschland fällt noch tiefer in die rezession der internationale währungsfonds geht von einer weltweit anhaltenden schwächelnden konjunktur aus laut prognose schrumpft deutschland jedoch als einzige bedeutende volkswirtschaft und stärker als bislang erwartet also mit anderen worten wir sind jetzt richtig am und schuld daran ist einfach unsere Bundesregierung, welche nicht nur komplett falsche Entscheidungen trifft, sondern auch unser ganzes Geld aus dem Fenster rausschmeißt. Unsere Regierung kümmert sich nämlich um Sanktionen gegen Russland, welche mittlerweile nachweislich uns mehr schaden als Russland. Außerdem, unsere Regierung zwingt uns zu einer Energiewende, welche nicht nur für massiven Mehrkosten sorgt, sondern auch kaum einen Nutzen hat. Und außerdem macht unsere Regierung Deutschland zum Sozialamt der ganzen Welt und trotzdem haben wir einen riesengroßen Fachkräftemangel. Das passt doch alles nicht zusammen. Und selbst obwohl die Situation schon schlimm genug ist, macht unsere Regierung unbeirrt weiter. Ab 2024 steigt sowohl die CO2-Steuer, es steigt... Die Lkw-Maut, es kommen neue Klimaverbote, es steigt das Bürgergeld, es steigen die Zinsen für unseren riesengroßen Schuldenberg und so weiter und so fort. Also anstatt die Situation in Deutschland zu verbessern und damit die Bürger zu entlasten, verschlimmert unsere Regierung die Situation noch weiter. Und genau das sehen auch die Bürger. Die Bürger sind doch nicht doof. Genau deswegen wird die Ampel jetzt massiv abgestraft, der Ampel laufen massive Bürger davon und die AfD gewinnt einen Zuspruch ohne Ende. So einfach ist das. Und genau deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn die Werte der AfD immer weiter steigen und die 2025 zur Bundestagswahl dann stärkste Partei werden.